Zuletzt bei Lego City Undercover. Bist du sicher, dass du den Strom abgestellt hast? Ja. Du, übrigens, mein Arzt sagte mir heute Morgen, ich wäre farbenblind. Und wer übernimmt jetzt seine Schicht? Wie wär's mit mir? Der Elektriker. Kannst du keinen Fahrstuhl benutzen? Das ist so. Lösch das Feuer. Moment mal. Warum brennt das Gebäude überhaupt? Welcher Depp hat das Gebäude angesteckt? Oh, perfekt. In einem Zug gelöscht. Ich habe ja schon mal gesagt, löschen ist ein bisschen nervig. Aber ist auch egal. Jetzt haben wir es ja hingekriegt. Und der Farmarbeiter ist mal wieder dran. Und zwar mit einer Bohnenranke oder was auch immer. Nein, mit Efeu, der an der Wand wächst. Mittlerweile sind wir schon ziemlich hoch in dem Gebäude drin. Ah, und jetzt müssen wir sogar den Fahrstuhl von oben benutzen und da einmal drüber springen. Optimal. Und was kommt da hinten raus? Irgendwas Giftiges? Giftwolke? Ach, wir sterben direkt. Wir werden direkt... Ja, ist gut. Reicht doch irgendwann mal. Schnelles Geld, alles wieder einsammeln. Auch was runtergefallen ist. So größtenteils. Ah, hier können wir durch. Dreh das Gasventil zu. Häng dich voll rein. Keine Sorge, ich bin schon dabei. Endlich. Werden wir nicht mehr vergast, wenn wir hier rumlaufen. Hier unten gibt es noch was, das habe ich ganz übersehen. Und zwar von da unten. Oh, hier oben gibt es auch noch was. Oha, wenn man hier runterspringt, dann ist hier einfach nochmal eine Kaffeepause. Das müsste 3 von 3 sein, sprich eine neue Polizeimarke. Perfekt. Dann müssen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen. Jetzt muss es nur wieder ganz hoch laufen. Das ist nicht so toll. Ist aber auch nicht so wichtig. Oh, jetzt habe ich es irgendwie hingekriegt. Ich habe es mehrmals versucht, aber irgendwie brauchte der so genau den richtigen Boost an irgendeiner bestimmten Stelle. Und hier ist nämlich der Vorarbeiter am Bau drin. Das ist schon ein bisschen mies. Versteckt. Aber jetzt haben wir es ja bekommen. Irgendwie muss man hier so genau im richtigen Moment Sprung drücken, während man ganz oben ist und dann kommt man auch hin. Mies, mies, aber nicht so wichtig, weil wir haben es ja hingekriegt. Ah, so kann man auch hier den Fahrstuhl wieder runterholen. Und das gibt sogar Geld, also kann man das machen, wenn einem noch Stats fehlen. Hier rüber gibt es einen Tausender Stein. Und was hier die Tür. Du kriegst keine Tür auf. Ich bin dabei, der regt mich richtig auf. Geht so, worauf wartest du denn? Durch da mit dir. Und beeil dich. Das ist keine Nacht ohne Morgen. Alles gut, ich bin ja unterwegs. Wieder richtig aus? Ich bin da reingefallen. Ist es schlecht oder gut? Ist egal, man kommt auch wieder hoch. Aber jetzt Feuerrutsche, hui! Und direkt nochmal weiteren Sprung. Hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen zweiten davon. Kann ich irgendwie helfen? Eher nicht. Einen zweiten Mir ist von der Schlüssel Ding? Zum Torhäuschen einen zweiten Schlüssel. Und ja. Der Hund ist damit abgehauen. Kannst du ihm den Schlüssel nicht wieder abnehmen? Oh, natürlich. Ach nein, warte. Ich wollte eigentlich meine Hände behalten. Kauf die neue, du bist doch nur ein Lego-Männchen. Ich sehe das Problem. Der Hund ist das Problem. Mal wieder die armen Hunde. Was haben die im Spiel eigentlich getan? Dass man hier... Hätte ich mein Mittagessen aufgehoben, hätte ich jetzt damit den Hund aus dem Zwinger locken können. Ja, aber du bist halt leid zu verfressen. Das heißt, nichts da. Oh.
Oh, ich glaube, ein Superbau ist in der Nähe, weil hier ein Loch ist mit einer Wasserfontäne. Und ein 10.000er Superstein. Die liegen nicht einfach so ohne Grund auf dem Weg. Die haben einen Grund, dass die da sind. Die Frage nur, wo ist der Superbau? Keine Ahnung, ob hier das zum Superbau führt. Ich glaube zwar nicht. Es führt aber immerhin irgendwo hin. Okay, zur Seite. Jetzt wieder nach unten. Irgendwas haben wir hier vielleicht noch nicht gefunden, was hier sein sollte. Hier. Ach, einfach vergraben in der Erde. Ach, eine Kiste. Oh, ja, und da springen dann gleich 100.000 Teile raus. Kann man mal machen. Und das ist so ein Mini-Bagger. Ah, wir können den fahren. Können wir den fahren? Bin ich gleich aus. Ah ja, tatsächlich. Diese Haufen, ich hab überlegt, ob die irgendwas damit zu tun haben. Nee, es ist eine Fernbedienung. Aber wir können ja trotzdem fahren. Und mit X können wir das Ganze... auseinanderwirbeln. Freizeichen. Dann können wir mit A rückwärts fahren, so... mit dem Piepen für den Rückwärtsgang, dass alle gewarnt sind. Hier, Achtung, da fährt der Bagger rückwärts. Verschwinden die jetzt? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist der zweite von vier. Da noch ein bisschen wenden. In der Zwischenzeit hat er es gesäubert, während ich da hier Probleme hatte und außersehen die Kontrolle abgegeben habe. Aber ein weiterer Superstein wartet da hinten auf uns. Und während der das hier jetzt sauber macht, kann ich mir den Superstein auch holen. Wahrscheinlich muss ich da einmal rüberspringen. Genau, und der Bagger ist explodiert. Auf jeden Fall kriegen wir eine Polizeimarke. Das ist die dritte. Und wenn wir jetzt alles abschließen, dann ist das die vierte. Hier ist eine Röhre wie aus Mario. Ah, ich sehe schon, was hier wahrscheinlich verlangt ist. Ich muss diese Röhre hier reinschieben. Ah, nee, ich muss die eher in die andere Richtung schieben. Was aber irgendwie noch nicht ganz geht, hier muss dann eine grüne Röhre rein und hier die rote. Ja doch, genau. Das ist wie in Super Mario mit den ganzen Röhren. Aber wir wollen natürlich auch suchen, ob die hier irgendwo zu finden ist. Gibt's das? Ja, hier oben. Ah nee, aber jetzt ist glaube ich Zeit für den Punkt hier, wo wir den Boden aufrütteln können. Wir kriegen auf jeden Fall viel Geld und gleich haben wir den Lego City Held freigeschaltet und kommen hier hoch. Und das macht die nächste Story. Den nächsten Story-Abschnitt. In diesem super, wie heißt das? Nicht Superbau. In der Baustelle. Oh, und das ist das TT Fusion Logo von den Entwicklern von diesem Spiel. Auch ziemlich cooles Easter Egg an sich selber quasi. Vielleicht kann ich ja, wenn ich hier vorne bin, was machen mit dem Kasten. Da kann ich auf jeden Fall diesen Automaten da in Gang bringen, diesen Farbautomaten. Farbwechsler heißt der, glaube ich, offiziell. Komm, so langsam. Ich glaube, bei 100.000. Ich glaube, bei 100.000 kriegen wir, oder bei 90.000 kriegen wir das Lego City Held Abzeichen. Vorher muss diese Wand bemalt werden. Und hier oben gibt es ein weiteres Logo. Ist das auch von TT Fusion oder ist das jetzt was anderes? Nee, ist was anderes. Das ist einfach ein Lego-Kopf. Also von einer Lego, von einer kleinen Lego-Figur. Und hier ist Will Miles, also auch eine Figur. Die zweite, glaube ich, hier. Wir können mal schauen. Ja, wir brauchen noch ein Fahrzeug und eine Polizeimarke. Und ich glaube, wenn wir das, vielleicht, wenn wir das Fahrzeug finden, kommt die Polizeimarke automatisch zu uns. Wer weiß. Ja, und hier soll die Einführung zum Pressluftbohrer gegeben werden. So viel wie rumliegt. Könnte man natürlich auch alles einzeln zerstören, aber das soll es nicht. Ich glaube, es soll einfach gezeigt werden, hier, jetzt hast du eine riesen Range von Sachen zerstören.
Ah, und wenn man alles zerstört, gibt es einen Superstein. Also eigentlich ist es klar, dass man es macht, aber vielleicht machen es auch Leute nicht. Deswegen wird man dafür belohnt. Und wir brauchen... Doch, wir brauchen... Nee. Hä? Da oben stand was anderes als da unten. Ich glaube, das Röhrenrätsel ist hier das nächste, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es auch nur mit dem Kran oder so klappt. Will ich doch mal schauen, was hier los ist. Frag mich sowieso, was er mit einem Schlüssel will bei all den Knochen, die er hier verbuddelt hat. Hier ist auf jeden Fall ein Hund, aber der ist nicht so angriffslustig, sondern der schläft da eigentlich und liegt halt einfach im Weg. Und wir können hier... Oh, diesmal sind es Hundestapfen, die wir suchen. Das ist auch mal eine coole Abwechslung. Also Hunde... Pfoten, meine ich natürlich. Und der hat das hier in dem Dreckhaufen vergraben. Wir kriegen den Lego City Held. Das ist richtig krass. Und auf der Suche nach Rex suchen wir einen Knochen. Das ist natürlich auch toll. Der Schlüssel! Du hast meine Haut gerettet, Kumpel. Der arme Hund. Na los, schließ mit ihm das Torhäuschen auf. Ja, mache ich. Aber der Hund, der war echt nicht böse. Also da hättest du deine Hände nicht verloren. Aber natürlich muss man auch irgendwie in den Schlüssel rankommen. So. Das Tor ist offen. Und ich bin auf dem Weg zum Kranführer. Oh, Kranführer zu werden, meine ich natürlich. Was? Wie sind Sie denn? Ich bin nicht der Albert, sondern der Werner, sein Zwilling. Oh, dachte, Sie würden anders aussehen. So, du willst also einen Kran steuern? Ja. Dann baust du am besten erstmal einen. Oh. Komm schon, auf geht's. Das ist das Spiel. Ja, ach, du willst einen Kran steuern? Ja gut, bau erstmal einen. Was ist das? Eine Ente! Und das ist die letzte Polizeimarke. Wir haben im ersten Kapitel überhaupt alle Polizeimarken. Und diese Ente, die erinnert mich an irgendwas. Ich glaube, es gibt so ein Video, so Lego in Real Life von irgendeinem Stop-Motion-Kanal. Und der hat auch diese Ente quasi so handwerklich gebaut, aber halt in Stop-Motion und dann mit Lego und hat dann mit einem Lego-Bleistift eine Linie gezogen und so. Das sieht ziemlich cool aus. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Richtig gut geworden, das Video. Und, ja, ich glaube, die Ente ist irgend so ein Originalbausatz aus irgendeinem Jahr oder so. Ich weiß aber nicht welcher und ob das stimmt. Aber es ist irgendwie so ein Originalbauset. Ich würde sagen, Superbau wäre doch jetzt was. Der Kran. Die Dinger sind klasse. Ist da. Zum Steuern. Du kannst einen Kran steuern? Dann beweis es. Ich kann keinen Kran steuern, muss ich ehrlich sein. Also in echt sowieso nicht. Gebäude da drüben. Hurtig. Oh, aber in dem Spiel auch nicht. Aber man kommt bestimmt rein in die Steuerung. Okay. Kurvenfahren ist schwierig. Hauptsache, wir kommen voran. Beim Kurvenfahren stockt er nämlich immer so ein bisschen. Aber klar, das sind Ketten. Das ist nicht so praktisch. Aber jetzt können wir auch die Röhren bewegen, schätze ich. Nimm den Kran, um die Rohre anzuheben. Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen. Hey, ab in den richtigen Graben damit. Jetzt. Ah, das ist ja easy. Man muss es hinmachen und dann X drücken einmal, dann wird es durch den Magnet angezogen. Dann geht man zum richtigen Ding. Hoffentlich nicht, dass der Kran weg ist, wenn du wiederkommst. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen mit dem sehr, sehr langen Arm des Gesetzes. Diese Flachwitze, Witze immer. Ja, er ging. Er ging. Aber er war... Ja, doch, der war gut. Muss ich zugeben. So, dann... Ach so, wir müssen ja mit dem Kran abbauen. Easy. Einfach, ich soll einen Kran stehlen. Ich vergesse erstmal den Kran. Kann man mal machen. Warum auch nicht? Der Kran steuert sich echt behindert. Also das ist richtig richtig bescheuert. Also es ist ziemlich langsam. Du hast den Kran, Jimmy. Klasse. Rex wird begeistert sein. Ja, bringen wir das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mit dem Kran haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Ja, beeil dich doch mal. Und damit haben wir den Spezialauftrag abgeschlossen. Dass es keinem auffällt, dass ich einfach mit dem Kran abhaue. Aber vielleicht ist es ja normal, dass man da einfach abhaut damit.
Raus aus dem Kran, Jimmy! Klar! Warte eine Sekunde! Hey! Danke! Ich muss ihn nämlich zur Sternwarte fahren. Warte hier und pass auf, dass mir keiner folgt. Ich hab da so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Aha. Nein! Doch! Triff mich da oben! In 10 Minuten! Gut, gut! Verkleidungen sind genau mein Ding. Ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen! Oh, oh, das arme Hotel. Das arme Haus, was gerade neu gebaut wird, meine ich. Also, das war lustig. Bau in Sicht haben wir abgeschlossen. Freigeschaltet, Satz mal 6, das heißt 8 mal 6, das ist mega viel. Also wir werden da auf jeden Fall, wir kriegen alle Polizeimarken, dafür haben wir auch einen Erfolg bei Steam freigeschaltet. Also ich, Foundation, den Zementmischer freigeschaltet. Dann eine Person, den Vorarbeiter am Bau freigeschaltet. Dann als nächste Person, Will Miles, auch irgendein Bauarbeiter. Und natürlich die 100%, diesmal legal ohne die mal 16 Stats. Jetzt muss ich aber noch mehr aufpassen, wenn ich privat oder außerhalb von Spezialaufträgen Stats mal 64 oder was auch immer 6 mal 8 ist. Was ist 6 mal 8? 48 natürlich. Wusste ich, habe ich sogar im Kopf gerechnet. Ausnahmsweise mal. Ich wissen, wo ihre Basis ist. Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Ist die überall noch vor? Du kannst es Natalia schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Gut, aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. Ach stimmt, sie wohnt ja jetzt bei Ellie, ne? So, weitere Blumen gepflanzt, gegossen, wie auch immer. Blumentöpfe gegossen, genau. Und... nebenbei ein Fahrzeug eingesammelt. Es geht Schlag auf Schlag. Und hier liegt noch weiter das Fahrzeug. Und den Spirit. Was ist los hier? Den Spirit auch freigeschaltet. Und Blubs, wer auch immer das ist. Oder war. Ja, doch. Wer auch immer das ist. Und hier haben wir noch was mit dem Polizisten. Und hier können wir uns mit dem Polizisten hochziehen. Auf die Erhöhung hier. Und ich weiß nicht, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Ja, doch. Ich glaube, Anfang von einem Parcours. Muss aber nicht sein. Es geht auf jeden Fall weiter aufs nächste Haus. Und dann weiter hier am Rand lang. Ziemlich riskant, wenn ihr mich fragt. Aber ein großer Superstein, das ist die Mühe wert, würde ich mal behaupten. Ja, und damit soll es das in diesem Part gewesen sein. Das wird vielleicht ein längerer Part. Ich kann es nicht einschätzen mit dem Spezialauftrag, wie viel ich da rausschneiden werde und so. Ja, bis zum nächsten Part, wenn es mit der Story weitergeht und natürlich Erkundungen. Ich glaube, im ersten Spezialauftrag werde ich das nächstes Mal anpacken. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal.